Hallo Elite, willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr da seid. Zwei Sachen vorweg. Heute schauen wir uns wirklich mal etwas ganz Neues an. Und zwar eine Fortnite-Mobile-Legende. Und ich finde es immer geil, wenn ich Sachen zum ersten Mal sehe, die mich komplett einfach flashen. Weil ich nicht gedacht hätte, dass man jetzt zum Beispiel auf dem Mobile so schnell bauen kann. Egal, ich will gar nicht zu viel erzählen. Schaut euch alles selber an. Die zweite Sache ist, gestern in dem Video gibt es ein Giveaway. Das heißt, ich bin heute noch in Berlin. Morgen ist sozusagen das Giveaway zu Ende. Deshalb geht auf das letzte Video. Da müsst ihr einfach nur in die Kommentare reinschreiben, warum genau ihr die Paysafe-Karten gewinnen solltet. Und ihr müsst Abonnent auf diesem Kanal sein. Ich wünsche jedem viel Glück. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Kuss aufs Auge. So, das ist hier jetzt, ich weiß nicht genau, wo die sind, wie die sich positioniert haben, aber schaut euch einfach mal an, bitte, wie die bauen. Nee. Alter. Leute. Ich finde das so krass. Alter. Er hat 5 AP. Ich kann es mir halt, ich weiß es halt nicht, beim PS4 bin ich ein bisschen mehr drin, aber wie ich es mir vorstellen kann, aber generell auf dem iPad, da brauche ich jetzt wirklich von euch die Leute, die Fortnite Mobile zocken. Da müsst ihr mir jetzt einfach mal sagen, ob das hier krass ist, wie die bauen, ob da was geht. Guckt euch mal bitte an, wie hoch die bauen. Alter, der baut richtig solide. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. So geil. Und wie hoch die sind. Und immer mit der Drehung. Das ist unglaublich. Ich finde die Drehung beeindruckend. So, jetzt hat er da den Gegner. Ja. Er ist zu hoch. Er ist zu hoch. Und was macht er jetzt? Was macht er denn jetzt? What the fuck? Wir schauen mal weiter. Einer muss es mir unbedingt berichten, was hier abgeht, weil ich bin gerade einfach wie in Trance und ich frage mich, wie er das macht. Was macht er mit seinen Fingern? Alter. Das ist kein Spaß. Dann hat er sich zwei Schilder rein. Meint ihr, er spielt mit den Fingern oder er hat einen Stift? Das kenne ich zum Beispiel auch. Zum Beispiel seit Clash Royale, da haben auch manche mit dem Stift gespielt. Das weiß ich. Aber generell Mobile, Alter, was geht ab? Alter!
Ich kann es mir nicht vorstellen, Chat. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Ey. Wie er den Sprung aber auch immer schafft, ne? Das schaffen ja manche Leute nicht auf dem PC. Was für ein Typ. Naja, jetzt sind die wieder zu weit oben. Jetzt kann er nicht höher bauen. Macht er da gerade echt... Versucht er gerade echt diesen Peak-Trick? Ach, leck mich doch. Macht er doch nicht. Als ob er... Nein, das macht er nicht. Oh. So, das wollte ich mir mit euch auch nochmal angucken. Weil ich es einfach lustig fand. Weil, ich sage euch ganz ehrlich, von dem, was wir da eben gesehen haben, wie der gebaut hat und so, da sind wir einfach meilenweit von entfernt. Da fand ich den eben, ich fand den geisteskrank. Was geht ab? Killt er ihn mit der Falle? Alter. So, da sieht man auch, ne? Die sind hier langsamer. Das wollte ich euch einfach nochmal zeigen. Für den davor. Der hat komplett auf die Kacke gehauen. Da ging noch die 200er Schelle. Das tut gut. What the fuck? Ja, Internetprobleme oder was? Er will nicht mehr, hat keinen Bock mehr. Er hat gar keinen Bock mehr. Da würde ich ganz gerne mal von euch wissen, ob es immer noch so ist, manchmal, auf Mobile, oder ob die Verbindung da eigentlich immer sehr gut ist und das jetzt eine Ausnahme war, also eine komplette Ausnahme. Da sieht man schon, die bauen anders als der davor. Das muss, kann man nicht anders sagen. Alter, was? Spült er das denn so hässlich vor? Dann cutte doch lieber. Mach das nicht. Mach das nicht. Schneidet es dann lieber weg. Die Zeiten, wo man vorspult, sind vorbei. GG's, my friend. That was a great go-battle. Guck mal, und er sagt, das war ein großartiges Building-Battle. So. Deswegen, einmal vergleichen bitte. Vorher, wo der Typ gebaut hat, da in die Luft und sich gedreht hat und was weiß ich, ob das der normale Standard tatsächlich ist. Und beim nächsten Mal schauen wir uns mal wieder gerne einen PC-Spieler an, aber auch gerne einen PS4-Spieler. Wie gesagt, ne? Schreibt mir in die Kommentare, wer für euch noch zu den Fortnite-Legenden gehört. Kuss aufs Auge.